Geht ja. Das war eine Leber. Na, es wird doch langsam. Rico Groß spricht Russisch. Er hält sich kurz, sagt nur das Wichtigste. Center. Das Leben hier. Aber immerhin, es scheint zu funktionieren. Bis jetzt habe ich eigentlich nur das Positive erfahren. Nee, es war soweit gut. Ich meine, standen einige Mal auf dem Podium, haben sicherlich auch als Highlight das Staffelrennen von Hochfilzen gewinnen können. Und das bringt natürlich auch Ruhe in die Mannschaft, bringt Selbstvertrauen in die Mannschaft und dementsprechend arbeiten wir auch weiter. Für Rico Groß ist es eine erstaunliche Wende in seinem Leben. Der viermalige Olympiasieger plante eigentlich eine erfolgreiche Karriere als Trainer in der deutschen Mannschaft. Aber das Frauendebakel bei den Olympischen Spielen in Sotschi wurde ihm angekreidet. Und so nahm er im Sommer das Angebot des russischen Verbands an, die Männer auf Vordermann zu bringen. Sachen ergeben sich und wenn irgendwo Türen zugehen, gehen auch andere Türen wieder auf. Und da habe ich mir halt eine gesucht, die halbwegs offen war und da bin ich dann halt mit Anlauf reingerannt. Jetzt also die russischen Herren. Letzte Saison sind die Olympiasieger von Sotschi auf den vierten Platz in der Nationenwertung zurückgefallen. Also holte sich die stolze Nation den ehemaligen Meisterschützen aus Deutschland. Neue Impulse für ein Land, das ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Biathlon-Talenten hat. Erstmal war er lange Zeit ein großer Sportler. Er ist nicht stehen geblieben in der Entwicklung und jetzt ist er ein junger Trainer, der neue, frische Ideen mitbringt. Nur die Kommunikation ist ein bisschen schwierig. Textnachrichten auf Kyrillisch helfen da auch nicht weiter. Das Schulrussisch von Rico Groß reicht nicht. Zum Glück kann Co-Trainer Wladimir Bragin ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch. Man radebrecht sich so durch. Die Erfolge stellen sich dennoch ein. Staffelsieg in Hochfilzen, etliche Podestplätze. Es läuft bisher für den jungen Russentrainer aus Ruppolding. Hin und wieder bekommt man auch das Feedback, dass sie halt auch dementsprechend Verbesserungen spüren, dass sie sich fit fühlen, dass sie sich sicher fühlen, auch im Schießstand. Und das sind natürlich die wichtigen Komponenten im Biathlon. Ganz ehrlich, viel reden hilft auch nicht immer. Rico Groß lehrt seine Athleten lieber das richtige Atmen beim Schießen. Das versteht jeder.